Der Buchmarkt ist ein Trümmerhaufen, vor allem in Deutschland. Aber das hält uns nicht vom Schreiben ab. Kalion ist eine raue Fantasy, die vollständig auf übersinnliche Themen und märchenhafte Elemente verzichtet. Keine Drachen, keine Elfen, keine Magier und keine Zwerge. Nur Menschen in all ihrer glorreichen Torheit. Kalion ist nur für Leute gedacht, die mehreren Handlungssträngen folgen können und deren Konzentrationsfähigkeit nicht für Twitter geeicht wurde. Bestellbar idealerweise beim Periplaneta Verlag, auch zu finden über meinen E-Shop und überall sonst, wo man so Bücher bestellen kann. Und nun weiter mit unserem Programm. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Escapismo. Auch heute möchte ich mal eine Comics-Geschichte mal näher anschauen, die freilich starkes Potenzial für Eskapismus hat. Und die Rede ist von der Ramiro-Serie von William Vance, die meines Erachtens nach Mitte der 70er Jahre begonnen hatte, als Gesamtband verfügbar zu sein. Ich glaube, bei Dargaud erschienen. Aber schon Jahre zuvor erschien diese Reihe als Fortsetzung im Tintin-Magazin. William Vance, ungeachtet des sehr amerikanisch anmutenden Namens, ist ein belgischer Zeichner gewesen, der eben beim Tintin-Magazin begonnen hatte. Er gehörte zu dieser neuen Generation aus Zeichnern dort, die eben keine Lean Clair zeichneten, sondern einen recht amerikanisch beeinflussten Stil besaßen. Und das kam ja besonders gut bei seinen anderen Geschichten zum Tragen. Vor allem die Serie Bruno Brasil, die er mit Greg gezeichnet hatte. Greg lieferte dazu die Drehbücher, allerdings unter dem Pseudonym Louis Albert. Aber bekannt geworden ist in den 80ern dann auch von William Vance die Serie 13, die er mit Jean Van Amme gemacht hatte. Nach Roderick war das hier die zweite Ritterserie, die er zeichnete, und sie passte eigentlich hervorragend zum Tintin-Magazin. Sie war ja sehr leichtherzig und sehr abenteuerlustig. Die ersten Geschichten wurden in Zusammenarbeit mit Jacques Stockard erstellt, der die Drehbücher dazu lieferte. Also ich nenne das immer Drehbücher, aber wird ja nicht gedreht, sondern gezeichnet. Also eigentlich sollte man Skripte sagen. Stockard, den hatte Greg damals wohl vom Spirou-Magazin zu Tintin abgeworben. Die Handlung von Ramiro findet im 12. Jahrhundert statt, oder am Ende des 12. Jahrhunderts, und zwar inmitten der Reconquista. Zu diesem Zeitpunkt besitzen ja die Moslems nur noch ungefähr das untere Drittel von Iberien. Aber die Geschichte ist nicht in ständigen Kriegshandlungen angesiedelt, sondern die politische Situation jener Zeit ist ja mehr wie eine historische Leinwand. Und letztendlich die Reconquista, die Jahrhunderte dauerte, war ja kein ständiger Kriegszustand, sondern da gab es ganze Jahrzehnte, wenn nicht sogar stellenweise fast ein Jahrhundert, das davon geprägt war, dass die beteiligten Parteien, also Kastilien, das Königreich Leon und die Umayyaden, das Kalifat von Cordoba, dass die halbwegs miteinander auskamen und dass viele der Maßnahmen der Zeit damals eher politisch ausgetragen wurden. Ramiro ist ein Bastard. Er ist der uneheliche Sohn von König Alfons VIII. Von Kastilien. Ja, und er erlebt eben seine Abenteuer zwischen Rittern und Sarazenen. Und in dieser Hinsicht ist es eine sehr klassische Abenteuerreihe mit allerlei kurzweiligen Momenten. Ramiro ist naheliegenderweise ein Haudegen, der sich nichts gefallen lässt. Die Frage, die man sich hier stellen mag, lautet, inwieweit diese Geschichte authentisch ist, gemessen an der ungewöhnlichen Zeitperiode, die hier beschrieben wird.
Und das ist eine durchmischte Angelegenheit. Ich denke, seinerzeit, als diese Sachen gezeichnet wurden und erschienen sind, begegnete man dem Thema mit einem gewissen Stolz, dass man hier tatsächlich auch mal Historiker konsultierte und dass in vielerlei Hinsicht die Präsentation dieser Geschichten tatsächlich gerade für die Zeit und gerade für das Tintin-Magazin als sehr authentisch zu bezeichnen sind. Das bezieht sich in meinen Augen insbesondere auf die Architektur, somit die visuelle Atmosphäre, die von diesen Geschichten ausgeht. Also die romanische und asturische Kunst wird hier also sehr authentisch festgehalten, eben basierend auf Bildervorlagen und allerlei Recherchen. Ich würde nicht sagen, dass der Geist der Ära hier zu genau heraufbeschworen wird. Das wäre fast ein bisschen zu viel verlangt von einer solchen Geschichtenserie, genau aus dieser Zeit und aus dem Tintin-Magazin. Also da ist schon auch viel, das sich heute eher ein bisschen fantastisch und eben sehr, sehr haudegenhaft anfühlt, was ja okay ist. Aber ich würde mal sagen, der Authentizität sind ein wenig Grenzen gesetzt. Klar, heute, wenn jemand ein Comicband herausbringt und für sich dabei den Anspruch erhebt, dass dies eine historische Geschichte ist, die extrem treu an historische Begebenheiten und extrem authentisch ist, muss so jemand deutlich mehr Details stemmen, um das für sich zu beanspruchen oder beanspruchen zu können. Das hier ist natürlich in erster Linie eine flamboyante Abenteuerangelegenheit, eine Mantel- und Degen-Geschichte, würde man sagen, nur halt eben aus dem 12. Jahrhundert, aus dem tiefsten spanischen Mittelalter. Sehr kurzweilig zu lesen. Für heutige Zeit ist die Kolorierung ein bisschen ungewöhnlich. Das ist eben noch aus einer Zeit, als man gerne bunt war. Und die gerade historische Comics sind ja dann in den darauffolgenden Jahrzehnten vielleicht ähnlich wie der Film aus Hollywood deutlich monochromer geworden. Und heute würde man so bunt nicht mehr kolorieren. Der Band, der hier von Splitter Verlag, also die Gesamtausgabe, die Integralausgabe, die kommt wie so oft mit allerlei Bonusmaterial, mit interessanten Gemälden von William Vance zum Thema, also teilweise Coverbilder, die er erstellt hatte für die ersten Ausgaben, aber eben auch mit interessanten Vergleichsfotos aus dieser Zeitperiode. Also alles in allem ist das hier ein Abenteuerklassiker, der ein wenig die Tintin-Magazin-Ära der 70er Jahre dokumentiert, in einer Zeit, als Hergé eben keine allzu große Einflussnahme mehr nahm auf den Zeichenstil und die Wahl der Themen und Geschichten. Aber im Großen und Ganzen ist das alles sehr kinderfreundlich und eben eine, heute würde man sagen, fast schon klassische Comics-Angelegenheit, die in so einer Art Oldschool-Stil gehalten wird. Man darf ja nicht vergessen, dass zur selben Zeit, als diese Geschichten erschienen, es ja schon Metal Hurlant gab und viele der Comiczeichner aus Frankreich eben eine andere Linie, einen anderen Stil verfolgten. Aber wer gerne mal eben eine schöne eskapistische Geschichte mag, die nicht zu viel in die Tiefe geht, aber gleichzeitig uns von einer historischen Warte nicht auf jeder Seite ständig verarscht, der ist eigentlich mit Ramiro sehr gut beraten. Und ja, es ist halt, es hat sowas von Oldschool heutzutage. Und es ist ja eine Sache, wo eben ständig irgendwas passiert. Und Vance war ein großartiger Zeichner, eben auch mehr einer der realistischen Art. Und es ist eben genau das, was es auf den ersten Blick verspricht. Und das ist jetzt mal so alles, was mir dazu einfällt. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!